Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau. Nach etwas längerer Abwesenheit. Die hatte auch einen bestimmten und sehr traurigen Grund. Mein Vater ist nach langer Krankheit gestorben. Und ich hatte weder Zeit noch Bock noch Lust, einen Film zu drehen. Gut, jetzt ist es auch schon wieder 14 Tage her. Und muss mich halt ein bisschen ablenken. Während der Hund hier buddelt, kann ich ja auch ein bisschen was Sinnvolles machen. Ja, eigentlich ist das nur eine kleine Meldung, so am Rande, dass es mich noch gibt. Und ich nehme euch mal mit auf meinen alltäglichen Waldaufenthalt, was mir so einfällt und was ich so immer mache. Okay, was habe ich heute vor? Hier hat mir der Sturm eine schöne Birke hingelegt. Die ist noch relativ frisch und ich will mir da immer so ein paar Meterstückchen mitnehmen für Bastelzwecke, für Schnitzen und auch für Brennholz, wenn ich mal ein kleines Feuerchen mache. So, zu diesem Behufe habe ich mir zwei kleine Keile geschnitzt gerade. Hier ist noch einer. Ja. Eine Säge, die Silky und mein kleines Beil, was ich ja eigentlich kaum dafür brauche. Bin ja ein sehr unordentlicher Mensch, aber trotzdem möchte ich, dass das Holz, wenn ich das zerteile, in etwa die gleiche Länge hat. Deswegen messe ich das hier an der Comboy ab. Die hat hier 27 cm und ich versuche auf ungefähr 30 zu kommen. Also lasse ich das Plattenstück überstehen und zeichne mir das an. So, hier soll es nun durch. Ich fange schon mal an und dann zeige ich euch, wozu ich die zwei Keile brauche. Der Stamm liegt nämlich hohl und wenn ich hier durchschneide, knickt der irgendwann mal zusammen und dann klemmt das Sägeblatt und dann verbiege ich es mir vielleicht. Und deswegen habe ich die Keile gemacht, die treibe ich dann hier oben ein. Ja, ihr könnt schon sehen, wie die Säge jetzt kippt. Also hat es den Spalt oben vergrößert und den Stamm im Prinzip nach oben gedrückt. So viel Gewalt ist auf den kleinen Keilen und jetzt säge ich es einfach durch. So, das war schon die ganze Zauberei. Tja, das Praktische an dem Hund ist, man hat meist eine Leine dabei und die nutze ich natürlich auch hier. Einfach einmal rumgelegt, durchgezogen und schon habe ich eine schöne Schlaufe.
Tja, wie ihr sehen könnt, mein China-Grill, der hat auch schon schwer gelitten. Ab und zu klopfe ich ihn mal gerade, damit das alles noch einigermaßen passt. Und so mache ich für gewöhnlich Feuer. Ich habe hier so ein bisschen Birkenrinde. Da hinten trocknet schon das nächste Holz dann, wenn ich das Feuer anmache. Da säge ich mir immer, naja, so dicke Stückchen, so 6-7 Stück. Das reicht für zweimal. Und dann hier ein bisschen feines Holz, das lege ich hier oben drauf, gitterartig. Und das brennt eigentlich sehr schnell und zuverlässig an. Das bereite ich immer alles vorher schön vor. Ja, so. Wichtig ist immer, dass schön Luft dazwischen kommt. So viel braucht man gar nicht zum Feuer starten, das reicht schon fast. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Buche drauf. Was links und rechts daneben. Das brennt dann mit der Zeit auch an. Naja, machen wir es daneben, ist gut. Passt nicht mehr oben drauf. So, und dann kommt mein Gitter. Weil das alles schön verbogen ist, mache ich das meistens vorher. Nachlegen kann ich ja von hier. Und es passt doch einiges so dazwischen, wenn man das jetzt von oben reinlegt. Ja, die Menge Holz, die jetzt hier drin ist, reicht eigentlich vollständig aus, um sagen wir, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu kochen. Völlig. Angebrannt wird das Ganze hier und dann geht es hoch. Tja, mein Lieblingstöpfchen ist wie immer mit dabei. Ich habe auch einen Behälter, Plastikbehälter, der genau reinpasst. Den habe ich nur heute früh nicht gefunden. Und da habe ich mir ein bisschen Texas-Topf reingemacht. Das läuft auch so nicht aus. Ich habe hier oben ein bisschen Plastikfolie, das mache ich eigentlich ungern. Ich nehme hier lieber meinen kleinen Behälter mit, der hier reinpasst, wie gesagt, um das zu transportieren. Aber ich habe ihn, wie gesagt, nicht gefunden. Und das ist auch relativ dicht und es geht auch nichts raus. So. Es ist nicht allzu viel. Da gibt es noch eine Scheibe Brot dazu. Und dann reicht mir das. Ja, dann hatte ich immer das Problem, wenn ich das jetzt hier oben drauf stelle. Und in meinem Sandsteinöfchen ist ja oben die Platte drauf. Das heißt, die Hitze zieht auch hier lang. Und da habe ich mir meistens die Pfoten verbrannt. Da bin ich einfach auf die Idee gekommen, ich habe mir so ein Stückchen Holz abgespalten und mache das hier rein, klemme das hier fest und dann kann ich das einfach raus und rein nehmen und das ist auch sehr stabil, da kippt nichts, passt recht gut. Ja, wer schon länger auf meinem Kanal ist, der weiß, dass ich dieses Wenger Ranger Wood schon längere Zeit habe, sehr, sehr lange Zeit eigentlich und es ist auch immer im harten Einsatz. Ja, so schön wie das Teil ist, ich liebe diese Walnussgriffschalen über alles, bloß wie man hier sehen kann, hier ist schon eine Ecke weg. Hier sind lauter Kerben und Löcher drin, ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann. Also ist eigentlich schade. Das ist noch das Original von Wenger, nicht von Victorinox. Und ich wollte das eigentlich nicht mehr so in den harten Einsatz nehmen. Dazu ist es mir zu schade. Muss mal sehen, wie ich das mit der Ecke wieder löse. Ob ich die einfach ein bisschen abflache und gut ist oder ob ich da was anbastel. Keine Ahnung. Ja, das ist ja allgemein bekannt. Große Klinge, arretierbar.
ist nicht bis ganz hinten geschliffen. Also der Schliff hört im Prinzip hier auf. Was mich aber jetzt gar nicht stört. Ich hatte erst gedacht, ich müsste das auch nachschärfen. Aber wenn ich so arbeite und auch Power Cut oder wie man das auch immer nennt und kräftig schnitze damit, dann hat mich das eigentlich hier hinten weniger gestört. Gut. Hat natürlich auch eine ordentliche Säge, wie bei den Schweizer Taschenmessern üblich. Und dazu noch, wie gesagt, Kapselheber, Schraubenzieher, Büchsenöffner. Das sind die wichtigen Teile, die man immer braucht. Ich trinke auch mal ein Bierchen im Wald und ich muss auch mal eine Büchse aufmachen. Das ist all das, was ich gut und gerne brauchen kann. Der Flaschenöffner ist nicht wirklich jetzt... Na gut, okay. Wer dekadent ist, trinkt sicherlich auch mal eine Flasche Wein im Wald. Und diese Aale hat sich auch sehr, sehr bewährt. Die ist allerdings nicht scharf. Die ist relativ stumpf. Also hat keine scharfe Kante. Tja, jetzt kommen wir auch schon zu dem neuen Messer. Wo habe ich es? Hier. Das ist das Ranger Grip 55 von Victorinox. Im Prinzip wirklich von der Form her, wie man sehen kann und von allem drum und dran, einschließlich dem Ring hinten, sehr identisch. Jetzt sind die Griffschalen allerdings aus Plastik und nicht aus Holz. Dadurch fallen sie etwas schmaler aus und so das ganze Messer. Wir haben weiterhin den Korkenzieher und wir haben auch die Aale. Jetzt ist hier der erste Unterschied, wie man sehen kann, komme ich an die Aale besser dran wie an die. Hier ist so eine kleine Ausnehmung, sodass ich die Aale sehr gut rausnehmen kann. Geht hier auch, ist aber wesentlich knapper. Tja, wenn wir jetzt die Aalen uns angucken, sehe ich, oder können wir sehen, dass die hier stumpf ist und die hier eine scharfe Kante hat, mit der man ordentlich bohren kann. Tja, da ich sehr viel Holzarbeiten damit mache, ist mir eigentlich diese Aale lieber. Tja, ansonsten ist das Messer, wie gesagt, baugleich. Wir haben weiterhin einen Kapselheber oder vielmehr einen Büchsenöffner, der auch sehr scharf ist. Und wir haben den Kapselheber, Drahtabisolierer und Schraubenzieher, okay. Ja, die Säge ist weitestgehend die gleiche, lässt sich auch sehr ähnlich öffnen. Also es ist im Prinzip dasselbe Messer, bloß ein bisschen anders. So wie man sehen kann, beide sehr schöne Sägen, alle gleich lang, durchaus brauchbar. Große Klinge klappe ich jetzt nicht aus, das ist Blödsinn. Die Verriegelung ist ja immer hier von den großen Klingen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Tja, was gefällt mir nun eigentlich an diesem eigentlich recht gut? Also, was gefällt mir an diesem besser? Ja, wie gesagt, es ist erstens mal, die Aale ist schärfer. Die Griffschalen sind wesentlich robuster. Wenn ich es mal irgendwo liegen lasse, vermute ich, dass ich das Rot besser sehe wie dieses Braun irgendwo hier im Laub. Des Weiteren, was ich hier schmerzlich vermisst habe, ist ein Zahnstocher. Nicht, dass man sich den nicht selber schnitzen kann, aber mir ist schon mal so ein Stichsel im Zahn oder zwischen den Zähnen abgebrochen. War auch nicht sehr angenehm. Und vor allen Dingen die Pinzette. Ich mache ja sehr viel Holzarbeiten und Schnitzarbeiten. Und wie oft kommt es vor, dass ich mir mal einen Splitter oder irgendwas einziehe, den ich dann hiermit wunderbar entfernen kann. Also für Buschkraft kommt das Ding jetzt mit und das zum Camping. Das kommt in den Campingwagen rein oder wenn ich mal eine kleine Campingtour mache halt, ne, oder mit dem Fahrrad unterwegs bin oder so. Ich stehe auf diese großen Taschenmesser. Sie sind erlaubt. Sie sind nicht einhändig öffentlich. Das ist hier bei manchen Victorinox Messern hat man hier noch so einen komischen Bügel und da könnte man unterstellen, dass man die einhändig öffnen kann. Geht, wenn auch schwer. Also wie gesagt, das Messer ist überall in Deutschland erlaubt. Die Klingenlänge ist okay, es ist feststellbar. Damit habe ich nie und nirgendwo Ärger. Ja,
Ich habe mit dem Messer hier schon ganze Lager gebaut und solche Äste durchgesägt. Das geht durchaus. Schneidet man ringsrum an und bricht sie durch. Man kann sich Holzspänchen machen für Feuer, man kann bohren, man kann sägen, man kann schnitzen. Also das ist eigentlich ein Messer for allround. Es ist nichts Großes, nichts Schweres, aber man kann es überall und immer dabei haben. Und in einer Notfallsituation kann man sich damit wirklich sehr, sehr viel weiterhelfen. Ja, genauso das. So viel zu den Messern. Jetzt komme ich zum gemütlichen Teil. Es ist Regen angesagt. Eigentlich sollte es jetzt schon anfangen. Wir haben 80% Regenvorschau oder Vorhersage hier vor diesem Bereich. Deswegen habe ich mir auch das Tarp angespannt. So, damit beende ich den heutigen Tag. Was gibt's? Wie gesagt, die Bohnensuppe, den Texas-Topf für mich und Würstchen für den Hund. Und ich glaube, damit sind wir alle zufrieden. Und das Taschenmesser wähle ich auch gleich ein, wenn es auch nur an einem Würstchen ist. Mahlzeit. Ja, noch mal was zum Spezialfood für Outdoor, teures Zeug von Trekking und was weiß ich und hast du nicht gesehen. Eine große Büchse Erasco, Texas Topf habe ich gekriegt für 1,99 letztens, da schlage ich immer gleich zu. Genauso wie mit der Bohnensuppe wird querbeet 10 Stück gekauft und davon kann ich pro Büchse zweimal essen. Und wenn ich mir so eine halbe Büchse mitnehme, oder auch eine kleine, die gibt es manchmal auch im Angebot, komme ich vollkommen hin, dazu ein Stück Brot. Da brauche ich keine teure Nahrung, um im Wald zu gehen, um mir mal ein bisschen was zu essen zu machen. Okay, ich werde noch ein bisschen weiter essen in aller Ruhe und mir das schmecken lassen. Dann baue ich zusammen und gehe wieder heim. Das war's für heute. Bis bald mal wieder, euer Miesekraut. Geht raus, habt Spaß. Bis dann. Tschüss.